Als Lehrkräfte bildet ihr die Gestalter unserer Welt von morgen aus, die sich, wie ihr sicherlich auch heute schon, in einer komplexen, digitalen und schnelllebigen Welt bewegen, die neue Perspektiven auf Problemlösungen verlangt. Design Thinking kann ein spannendes Instrument sein, diese Perspektiven einzunehmen und neue wichtige Kompetenzen wie Empathie, positive Fehlerkultur oder Kreativität zu vermitteln. Ich bin Sonja und seit über 10 Jahren in der Digitalbranche tätig. Dort berate ich Unternehmen bei der Entwicklung ihrer digitalen Strategie und digitalen Produkten. Eine Methode, die ich dabei viel anwende, ist das Design Thinking, weil es viele spannende neue Lösungsansätze für Problemstellungen ermöglicht. Wie ihr das ebenfalls im Schulalltag verwenden könnt, erfahrt ihr in dieser Fortbildung Einführung in das Design Thinking. Du erhältst in diesem Kurs Einblicke in die Methodik des Design Thinking und einzelne Werkzeuge. Du erhältst Praxisbeispiele und viele Tipps zum Anwenden von Design Thinking in deinem Schulalltag. Nach der Fortbildung besitzt du ein flexibles Set an Fähigkeiten wie empathisches Beobachten, kreative Ideen generieren oder von Fehlern lernen. Du hast einen Einblick erhalten über die Vielfältigkeit und Wirksamkeit von Design Thinking und hoffentlich ganz viel Lust, später mehr darüber zu erfahren und ganz viel Design Thinking in deine Schule zu tragen. Los geht's!